Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Talisman Shabriris Kummer bekommen könnt. Und zwar müsst ihr hier am Ort der Gnade Dorf der rasenden Flammen über dem Erdenbaum. Und danach folgt einfach dem Weg, den ich laufe. Und zwar sind hier auch eine Menge Gegner, Leute, die könnt ihr aber auch ignorieren. Und wenn ihr dann hier seid, befindet sich ein toter Körper auf den Treppen hier. Ich töte erstmal die Gegner, um euch das in Ruhe zu zeigen. Und wie ihr seht, Leute, ist hier die Leiche. Bei mir hat der kein Item, weil ich das schon aufgehoben habe. Aber bei euch wird dieser tote Körper hier dann den Shabriris Kummer Talisman tragen, den ihr dann einfach aufheben könnt. Dieser Talisman hat den Effekt, dass die Aggressionen der Gegner euch kontinuierlich anziehen. Also die werden euch kontinuierlich fokussen. Und dieser Talisman ist eine gute Kombo mit der Imitator-Tränenasche, Leute. Weil wenn ihr den Talisman ausrüstet und dann eure Imitator-Träne beschwört, dann hat diese Träne automatisch auch den Talisman. Und wenn ihr dann den Talisman ablegt, dann werden die Gegner automatisch eure Asche fokussen. Sofern ihr nicht näher an dem Gegner seid als eure Asche. Und ihr könnt dann easy von der Distanz aus kämpfen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und in Zukunft nichts mehr verpassen wollen, können jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.